Stress und Hektik, liebe Damen und Herren, gehören für viele von uns zum Berufsalltag dazu. Außer für Production? Na, da wird's keine Zeit. Das ständig läutet das Telefon, der Chef fordert einen zu Höchstleistungen, Termine. Aber was können wir tun, dass unser Body und unsere Psyche trotz allem Arbeitsstress den Anforderungen gewachsen bleiben? Ich bin der Austrofeld aus Wien, bin da extra zu Ihnen gekommen nach Berlin, damit ich Ihnen da ein paar tolle Tipps und Tricks zeige. Durch das lange Sitzen vor dem Computer in der ewig gleichen Haltung kommt es natürlich zum Bewegungsmangel, also auch zu Muskelverspannungen, und die können sich natürlich nicht lösen, wenn man alles so in bequemer Reichweite hat. Darum mein Tipp für Sie: Stellen Sie sich einfach Ihre Arbeitsgeräte, zum Beispiel das Telefon, ein bisschen weiter weg, oder da Handbücher etc. weiter weg, die Akten weiter weg. Zwischen Schreibtisch und Bürosessel lassen sich auch immer wieder gute Übungen einflechten, die unseren Rücken ein bisschen entlasten. Stellen Sie sich in eine lockere Position hin, geben Sie die Hände hinter den Nacken, die Ellbogen bleiben angewinkelt, und dann spreizen Sie die Ellbogen nach hinten durch und wieder entspannen. Durchstrecken und wieder entspannen. Eine zweite Übung, dieselbe Position, aber wir gehen in die Seitenlage. So. Und in die zweite Seite. Das schaut auch gut aus. Und entspannt. Legen Sie während der Arbeit immer wieder auch regelmäßige Verschnaufpausen ein. Laut Statistik der WHO, der World Health Organization, sind ja 60% aller Fehlzeiten und Krankenstände stressbedingt. Und da können ein paar einfache Entspannungs- und Atemübungen durchaus Abhilfe verschaffen. Eine solche Atemübung schaut zum Beispiel so aus, dass wir tief einatmen und dann ausatmen, ganz leicht. Da stellen wir uns vor, wir blasen eine Kerze aus. Das macht man bis zu 20 Mal ganz entspannt. So, und zum Schluss noch der allerwichtigste Tipp. Nutzen Sie auch Ihre Freizeit, um dem Stress des Arbeitslebens ein bisschen zu entfliehen. Denn gerade über die Seele lassen sich hier auch physische Verspannungen so gut lösen. Immer auch lange Pausen ein. Die langen waren nicht so gut.